Guten Morgen, ihr Lieben. Ich möchte euch ganz herzlich willkommen heißen zur Andacht an diesem wunderschönen Morgen, dem 19. März. Wir möchten uns heute in der Andacht mit einem Text befassen, der uns ermutigen will. Er hat die Absicht, uns den Weg zu zeigen, wie wir leben können, damit wir nicht müde werden, noch den Mut verlieren. So endet unser Andachtstext und ich möchte ihn hier uns vorlesen aus Hebräer 12, Vers 1 bis 3. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete, und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Der Hebräerbriefschreiber spricht hier von einer ganzen Wolke von Zeugen. Und damit beruft er sich auf diejenigen, die er in Kapitel 11 auflistet. Abel und Henoch und Noah und Abraham, Isaac, Jakob und Josef und Mose und sagt, er würde gerne auch noch Gideon und Barak und Simson und Jephthä und David und Samuel und die Propheten anführen, die Großes für Gott bewirkt haben und die Schweres für ihn ertragen haben, indem sie ihn, Gott, im Blick behalten haben. Zwei Dinge, sagt der Hebräerbriefschreiber, sollten wir ablegen, wenn wir mit Ausdauer laufen wollen. Einmal jede Last und dann auch die Sünde, die uns leicht umstrickt. Wo liegt der Unterschied? Jede Last ablegen, so verstehe ich den Text hier, bedeutet alles, was uns unnötig Kraft und Zeit und Energie kostet, Ressourcen kostet. Im Laufe unseres Lebens legen wir uns Gewohnheiten an. Wir entscheiden, welche Dinge für uns wichtig sind. Wir gewöhnen uns einen Tagesablauf an, Gewohnheiten, die uns Zeit und Geld und Kraft kosten, werden zur täglichen Praxis. Und wir merken, dass die Zeit immer enger wird, immer dünner wird und wir immer weniger Zeit haben für die wesentlichen Dinge, für die Dinge Gottes, für Gottes Absichten, für Gottes Willen, für Gottes Reich, für ihn selbst. Diese Dinge sollten wir ablegen. Auf das Bild des Marathonläufers, um den es hier wohl geht, angewandt würde es bedeuten, ja, jeder Marathonläufer versucht, sich möglichst leicht zu bekleiden und leichte Sportschuhe zu haben, und damit er diesen Lauf wirklich bis zum Ziel durchhalten kann. Es ist nicht verboten für ihn, schwere Stiefel anstelle der leichten Sportschuhe anzuziehen, schwere Kleidung anzuziehen, auch einen Rucksack mitzunehmen, nur macht das kein Marathonläufer. Wir haben einen langen Wettlauf vor uns. Es geht nicht nur um heute, nicht nur um diese Corona-Krise, die weltweit um sich greift. Es geht nicht nur um dieses Jahr oder um die nächsten 4 Jahre. Es geht um das ganze Leben. Das ist unser Marathonlauf. Und hier macht es Sinn, diese jetzt neu dazu gewonnene Zeit dafür zu verwenden, um zu überlegen, wie kann ich mein Leben entschlacken, was kann ich aus meinem Leben hinaus tun, was verbraucht unnötig meine Zeit, meine Reserve, meine Kraft und bindet mich. Das alles können wir getrost ablegen. Umso mehr die Sünde, die er hier erwähnt. Und er meint hier nicht nur die schwerwiegende, offensichtliche Sünde, sondern sagt ganz bewusst, die uns so leicht umstrickt. Das heißt, die Sünde im Ansatz abzulegen. Also im tiefen Inneren gehegten sündigen Wünsche, die bei jedem von uns hochkommen, uns beschäftigen, befassen. Und eher sie unsere Gedanken immer mehr in Anspruch nehmen, zu einer fixen Idee werden, zu Worten, zu Taten werden, sollten wir sie abgelegt haben. Am Anfang ist noch relativ leicht, einen Faden zu zerreißen, der um die Finger gewickelt wird. Wenn er aber komplett die Hand umstrickt hat, dann wird es zu einem festen Fessel. Deswegen die Sünde gleich im Ansatz.
zu bekämpfen, ist der beste Weg. Wie man so schön sagt, es ist einfacher, ein Krokodil in seinem Ei zu töten, als wenn er 3 Meter lang geworden ist. Genauso ist es auch mit der Sünde. Lass uns die dazu gewonnene Zeit weiterhin dafür nutzen, mit dem Gebet, zu dem André uns gestern aufgerufen hat, aus Psalm 139, dass der Herr unser Herz prüft und erforscht und sieht, wie wir es meinen, uns aufdeckt. Wenn er es aufgedeckt hat, möchte ich dazu ermutigen, die Sünde dann noch abzulegen. Die Kraft dafür kommt aus der Blickrichtung. Hier sagt der Hebräerbriefschreiber, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Lasst uns auf ihn blicken. Er hat den Glauben bei uns gegründet. Er ist das Ziel, der Inhalt des Glaubens. Lasst uns unseren Blick auf ihn heften. Anstatt jede halbe Stunde sich über die Corona-Krise zu informieren, lasst uns unsere Gedanken auf den richten.